Oida, was geht ab, Leute? Hunger. Mit ein paar Neuigkeiten wurden gestern Abend angekündigt und die schauen wir uns mal an. Ist recht interessant. Zwar sind es mehr Infos zu den kommenden Events im Sommer. Da wir natürlich Safari Zone Dortmund. Jetzt Ende des Monats. Wird richtig geil. Ich bin am Start. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch am Start seid. Also das, es gibt ja echt krasse Neuigkeiten und so. Zwecks in Hotels und Übernachtungen. Da gab es echt verschiedene Artikel, dass alles ausverkauft ist und dass die Preise um so und so viel erhöht wurden. Also das war echt krass. Also hoffentlich passt alles mit meinem Hotelzimmer. Aber ja, Safari Zone Dortmund. Dann haben wir natürlich das GoFest in Chicago, jetzt dann Mitte Juli, wo dann wahrscheinlich Celebi kommen wird. Und dann haben wir noch eine Safari Zone in Japan irgendwann. Und zwar Yokosuka. Genauer Termin ist noch unbekannt. So. Und viele fragen mich immer, ja Hong, was eigentlich mit den Leuten, die nicht hingehen können? Kriegen die auch irgendwas? Passiert da auch irgendwas? Und ja, genauso wie letztes Jahr zum GoFest, kriegen wir, die nicht hingehen können, auch was. Da werden auch ein paar Sachen freigeschaltet. Und zwar, wie immer, ausgehend davon, was die Leute halt freischalten, wie viel sie machen. Und da hat sich Niantic echt eine Menge ausgedacht. Fangen wir mal an. Hier während der Pokémon Go Sommertour 2018. Gibt es weltweite Forschungsprojekte, tolle Pokémon und vieles mehr. Alles klar, dann labern die was, besondere Herausforderungen. Das schauen wir uns hier genau an, also Professor Willow labert das. Und zwar haben wir hier die drei Events und ausgehend davon, wie viele Quests erfüllt werden, schalten sich wieder mal verschiedene Bonis frei. Was haben wir hier? Boah, ich kann das gar nicht erkennen. Ah, Fang-EP, Raid-EP und Schlüpf-EP. Also mehr EP beim Fangen. Wahrscheinlich dreifach. Doppel-EP interessiert eigentlich gar keine Leute mehr. Erst ab dreifach EP. Dann mehr EP für Raiden. Wahrscheinlich Doppel-EP, weil 40.000 mit Glücksei pro Raid ist schon heftig. Und dann mehr EP beim Brüten. Also wir können hier schon sehen, die verschiedenen Safari-Zonen oder verschiedenen Events haben verschiedene Themen. Hier geht es hauptsächlich um EP. Und hier seht ihr auch das Glücksei. Und hier geht es dann um andere Sachen. Zum Beispiel beim Chicago GoFest. Ach, ihr seht die Maus von mir gar nicht. Okay, dann beim Chicago GoFest muss ich da halt das sagen. Fangbonus, Schlüpfbonus, Distanzbonus und Raidbonus. Also, das ist ein Sonderbonbon. Ich denke mal mehr Sonderbonbons, was die letzten paar Mal echt geil war. Und dann bei der Safari-Zone in Japan ist das Thema Sternstaub. Super saftig, Sternenstaub. Für Fangen und Schlüpfen und Raiden und dann noch irgendwas mit dem Sternstück. Das sind die Boni, die dann weltweit freigeschaltet werden und dann auch jeder von zu Hause profitieren kann und diese Events nutzen kann. Bonus freigeschaltet 7. Juli. Ist dann eine Woche, 6 Tage nach dem Event. Selbes gilt für Chicago GoFest und dann, das in Japan ist noch nicht bekannt, wann es stattfinden wird. Aber dann wahrscheinlich auch 6 bis 7 Tage danach. Okay. Das heißt, wir haben im ganzen Juli dann sozusagen Events und Bonis und irgendwelche Action mit Doppel-EP, Dreifach-EP, mehr Staub und Fang, Schlüpf, Distanz, Sonderbonbons, Bonis. Also der Juni, nicht der Juni, der Juli ist vollgepackt. Dann haben wir noch ein paar Infos zu den Events. Oder eigentlich ist es gar nicht zu den Events, weil die werden weltweit freigeschaltet. Nur zum ersten Mal ab dem Event oder bei dem Event. Und zwar für Dortmund kommt Shiny Roselia. Jeder hat sich gefragt, was macht Roselia auf dem Titelbild? Jetzt wissen wir es, es kommt Shiny Roselia. Und das für alle Spieler weltweit. Ab dem 30. Juni. Ab dem 30. Juni kommt Shiny Roselia ins Spiel. Dasselbe gilt für das GoFest in Chicago. Ab dem 14. gibt es dann Shiny Minon, Shiny Plusso, Alola Dicta und Alola Kleinstein für alle. Die Events sind nur der erste Zeitpunkt, der Start für das Ganze. Aber die sind dann weltweit erhältlich. Ich hatte das vorhin kurz falsch vorgelesen. Deswegen, den Teil seht ihr gar nicht mal. Ich dachte, die sind nur Event-exclusive und kommen nur beim Event, aber die sind weltweit und ab dem Event dann verfügbar. Ja, echt coole Sachen. Ihr seht, die nächsten Wochen, der nächste Monat ist vollgepackt. Eure Meinung unten in die Kommentare, aber das war's von mir. Genießt noch den C-Day. Ich muss schnell das Video verarbeiten und dann auch zum C-Day. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.